Hi! Heute mal ein kleines Unboxing. Ich habe bei Kotze bestellt, aber eigentlich haben die bis jetzt gar nicht mal so schlechte Arbeit geleistet, zumindest für mich. Also sollte ich sie vielleicht nicht mehr Kotze nennen, sondern Kotte und Zeller. Und wir schauen einfach mal, was ich da bestellt habe. Ich muss zugeben, es ist vielleicht für mich auch ein wenig überraschend, weil... Kennt ihr das, wenn ihr so besoffen von einer Party kommt oder so und euch dann noch so um 4 Uhr nachts dann eben, wenn ihr nach Hause kommt, auf dem PC, an den PC setzt und dann irgendwie noch Sachen bestellt? Also irgendwie habe ich dann wohl geschafft, noch auf Kotte und Zeller zu kommen, mich einzuloggen und dann fand ich da wohl so ein Ding ganz toll, was ich da gesehen habe. Und zwar Papier, jede Menge. Und noch mehr Papier. Ist aber hier schön schwer, ist es auf jeden Fall. Aha, das war's. Okay. Fangen wir im Gegensatz zu den meisten Unboxings nicht mit dem kleinen Scheiß an, sondern zuerst mit dem Hauptgerät. Als ich dann am nächsten Tag nüchtern war, habe ich erstmal angeguckt, was ich mir da bestellt habe. Das hier ist eine Crossman 1377 American Classic. Ah ne, das hier ist die Pumpmaster Classic. Das ist eine Nachmache von der American Classic quasi. Und das ist eine Luftpistole, die Amis wohl ganz toll finden. Und für die es unzählige Möglichkeiten gibt, die noch irgendwie aufzurüsten, aufzuwerten, schönere Optiken dran zu machen, anstatt dieses schwarze Plastik. Kann man da noch andere Sachen dran machen. Und der Grund, warum das Ding Pumpmaster heißt, ist wohl, du kannst hier halt runter machen, dann kannst du pumpen. Und das machst du dreimal. Und dann musst du hier diesen kleinen Hebel nach hinten tun. Dabei wird so eine Art Schlaghammer gespannt. Jetzt ist es locker. Das erste Mal braucht er halt so ein bisschen Power. Und jetzt... Boah, das ist ganz schön laut. Und ich habe nur dreimal gepumpt. Eigentlich kann man 10-mal mindestens pumpen. Also 10-mal pumpen, das ist das Maximale. Und natürlich habe ich mir dann auch noch ein paar Diabolos dazu gestellt. Gucken wir uns die einfach mal genauer an. Wie gesagt, für mich ist das jetzt auch was ganz Neues, weil... Naja, Alkohol und so. Wie gesagt, so eine Luftpistole bringt natürlich wenig, wenn man keine Munition dafür hat. Aha, aha, interessant. Echt? Die habe ich auch noch bestellt? Oh. Ah, die Umarex Cobra. Der Klassiker unter den Diabolos hier. Cobras. Da gibt es... Guck mal, die Minka findet den Karton ganz interessant. Schauen wir mal rein. Minka! Minka! Na? Gemütlich! Als erstes haben wir hier die Barracuda Accurate Heavy Pellet 16 Joule. Soll man die eigentlich erst benutzen? Das ist eigentlich zu viel für meine Pistole. Die hat nämlich, glaube ich, maximal 7,5, wie das ja erlaubt ist, nur in Deutschland. Für mich jetzt als kein besonderer Mensch. Dann haben wir noch die Barracuda Hunter Extreme, auch für 16 Joule.
Excite Plinking von Agent N. Umarex Diablos Cobra. Ah, und jetzt kommen die lustigen Sachen. Und zwar Golden Long Range Pellets. Hiervon habe ich mir gleich ein paar gekauft. Weil die Amis die ganz toll finden. Das ist ein 4,5 Kaliber Projektil, wie alle anderen auch. Allerdings ist das hier so, dass das Projektil selber ist viel kleiner. Aber da ist um das Projektil, damit das halt in den Lauf passt, noch so eine Art Gummikorken, der das Projektil im Lauf beschleunigt. Und beim Auftreffen wird er meistens beim Auftreffen fliegt das Ding meistens ab und das Projektil selber fliegt aber viel schneller durch. Dann gibt es hier noch die Gamma Red Fire Pellets. Die fand ich ganz interessant. Anscheinend lustige kleine Kügelchen, die sich beim Auftreffen halt verformen. Hohlspitzgeschosse sind das hier. Werden in Amerika zum Jagen benutzt. Hier werde ich sie wahrscheinlich nur gegen Holz oder so einsetzen. Dann noch ein paar interessante Kugelchen, die nur zu 40% aus Metall bestehen sollen. Und der Rest ist wohl irgendwie, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, was das ist. Aber irgendein Ami fand das lustig und hat sie Leuten empfohlen. Habe ich sie mir auch mal bestellt anscheinend. Und dann haben wir hier noch die Ultrashock Hohlspitzgeschosse Hollow Point. So, und das hier ist wie gesagt Pumpmaster Classic. So, und weil mir langweilig ist, krone ich das Ding jetzt mal. Wie das geht, weiß ich ja. Ich habe ja mein Chrono. In Ordnung, Jungs. Ich habe hier jetzt 0,56 Gramm eingestellt. Diese Diabolos. Die Diabolos wiegen auch so viel. 0,56 Gramm. Mit denen ich jetzt das Ding krone. Und das ist so bei dieser Luftpistole. Man kann 10-mal kann man hier pumpen. Man muss immer pumpen. Und danach kann man schießen, dann muss man wieder pumpen. Das fand ich ganz schön, weil man dann kein Treibmittel kaufen muss, Gas oder CO2. Und es ist so, ich kann mich entscheiden, ob ich zum Beispiel 3-mal pumpe, das ist das Mindeste, was empfohlen ist, oder ich kann 10-mal pumpen für das Maximum. Ich werde jetzt 5-mal pumpen. 3, 4 und 5. 5-mal gepumpt. So, Diabolo wird eingelegt. 3, 2, 1. 5,23 Joule. Okay, ich würde sagen, das wiederholen wir, um jede Möglichkeit auszuschließen. 3, 4 und 5. Wie gesagt, das Pumpen ist nicht leicht. Das ist ein richtig schöner Workout quasi. Ah, jetzt haben wir es. 5,4 Joule, okay. Sag mir das Ding. Was passiert denn, frage ich mich, wenn ich 8-mal pumpe? 7. 8. 7,7 Joule. Aber auch das müssen wir nochmal wiederholen. Kann ja alles nicht stimmen. Vielleicht. Kann ja sein, dass es nicht stimmt. 2, 7, 8. 8-mal gepumpt. 8-mal gepumpt. Das macht feinen Fun, damit zu schießen. Und ich bin das Ding nur am Kronen. Okay, und noch ein Test. 3, 2, 1. 6,82. Okay, nicht sehr konstant. Auf jeden Fall hat das Ding ganz gut Power. Muss ich aufpassen, dass ich kleines Spielkind mich hier nicht mit verletze. Aber ich denke mal, so viel Power, da werde ich auch selbst ich mich ein bisschen zurückhalten. Also dann, machen auf! Oh fuck, ist das laut! Oh meine Fresse. Ah, fuck. Und die Joule-Anzahl stimmt auch nicht, weil mir Idiot gerade eingefallen ist. Ah, scheiße, ist das laut. Bleh. Weil mir gerade eingefallen ist, dass es 0,56 Gramm sind und ich habe 5,6 Gramm eingegeben. Fuck. Ah. So, das geht total langsam hier, deswegen muss ich ewig warten. Warten, warten, muss ich ewig.
Ich werde jetzt 5-mal pumpen. Und dann schauen wir mal. Oh.